So, wir sind hier zurück vor der Tür mit diesem kampflustigen Magier, beziehungsweise diesem Sklavenhändler-Magier. Warum ich Deliana ausgewählt habe momentan, ist ganz einfach. Ich habe eben schon, ich glaube, eine Viertelstunde ungefähr aufgenommen. Und danach ist das Spiel abgestürzt, mitten im Kampf, was ein bisschen doof ist. Was ich aber jetzt getan habe, nachdem ich noch einmal wenigstens den Kampf verloren habe, ist das hier eigentlich Wolf beschwören. Auch das vielleicht nicht schlecht. Dass ich ihr zum Beispiel jetzt mal so ein paar Dinge zum Werfen mitgegeben habe, also Säurefläschchen, Sehnenfresserbombe und eine Schockbombe, also alles, was wir sozusagen haben. Und ich habe jedem, nee, habe ich glaube ich noch nicht, aber das habe ich im Kampf eben, als es abgestürzt ist, habe ich gerade getan, habe ich jeden eine schwache Eisseile verpasst, in der Hoffnung, dass sozusagen der Schneesturm dann weniger bei euch wirkt. Wir haben drei schwache Eissalben. Genau. Und eine starke Eissalbe. So. In der Hoffnung, dass der Schneesturm, wie gesagt, weniger bei euch wirkt. Ich hoffe aber jetzt, dass auch das Programm mich schon wieder abstürzt, wenn ich jetzt wieder die Schockbombe werfe. Das war nicht genau der Punkt. Also, ich habe von euch gehört. Andersrum, ihr habt von mir gehört. Was genau habt ihr gehört? Man munkelt, ihr wollt die Unterstützung. Ja, Logan, bla bla bla. Also, sind wir uns einig? Gegenangebot funktioniert nicht. Vorsicht! So. Das Ganze nochmal. Wie war das? Wie habe ich gerade angefangen? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe den Kampf noch nicht gewonnen, keine Sorge. Ich glaube, ich habe einen Säurefläschchen auf dich geworfen. Und bin mit euch beiden rüber. Genau, dann kannst du jetzt schon mal hier anfangen, auf die zu schießen. Du haust auf den ein. Du haust auf den ein. Oder wir sind alle betäubt, das ist auch eine Möglichkeit. Oh, das war ganz gut. Der ist fast tot, das ist sehr gut. Ich hab's gerade gesehen, kannst du mal einen kurzen Wolf beschwören? Hervorragend. Wölfe sind immer eine fantastische Idee. Dann könntet ihr eigentlich anfangen, schon mal auf den Herrn Magier einzuschlagen. Weil das ist ja offenbar derjenige, der am meisten Schaden verursacht. Der Wolf wiederum kümmert sich um Leute. So, habt ihr schon einen mächtigen Schlag wieder parat? Ja, sehr schön. Man macht das mal kurz. Du noch nicht. Verfehlt, das ist eher schlecht. Was ist mit dem Wolf? Ach komm, ist der Wolf bei Liliana? Gut, dann greifst du eben den an. Warte mal, du bist hier gerade so ein bisschen bedrängt. Das kannst du gerade so eine Massenheilung für alle machen. Sehr schön, dann nochmal eine. Ne, warte, Steinfaust brauchst du nicht wirklich. Geh ruhig mal lieber dahin. Hau den um. Hör auf, betäubt zu sein. Ach, alter Schwede, Ogre, du bist schon wieder fast tot. Genau, Heilung braucht man nicht. Hau mal lieber den da um. Und, warte mal, mach ruhig mal eine Versteinerung auf den da vorne hier. Du störst nämlich eh gerade so ein bisschen. Dann, geh du mal dahin und mach dein eigenes Ding. Du wiederum kannst, nochmal so eine Schockbombe werfen. Vielleicht hier hin. Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Nicht abgestürzt, hervorragend. Dann machst du weiterhin dein Ding. Wunderbar, der Wolf greift diesen Tierwetter-Soldaten an. Vin greift diesen Tierwetter-Soldaten an oder was auch immer. Du nimmst dir kurz mal überhaupt nichts, weil du gefroren bist. Vielleicht kann ja Vin selbst helfen, indem sie die Leute heilt. Egal, Ogrin. Du hast noch nichts. Bis jetzt ist es schon gar nicht mal schlecht. Der Wolf macht auch, glaube ich, ein bisschen Schaden, dass es gar nicht mal so schlecht ist. Nimm mal ruhig einen ordentlichen Wundumschlag. Super. Du, ihr tötest einfach mal den da. Der nervt nämlich hier ein bisschen. Alter, Tefka ist schon wieder fast tot. Kannst du ihn heilen? Kannst du nicht. Kannst du Massenheilung? Verdammter Mist, das war zu spät. Dann musst du ihn wieder auferstehen lassen. Du hast noch nicht genug Lyrium. Natürlich hast du nicht genügend Lyrium. Hast du einen normalen Lyriumtrank? Den hast du. Super. Dann kannst du ihn jetzt wieder auferstehen lassen, wo auch immer sich das gerade verbirgt hier. Da ist der Tefgal. Warte mal, stopp. Egal. Kam ein bisschen zu spät. Ich hätte jetzt vorher noch lieber noch was auf ihn geworfen. Also auf diesen Radius. Okay, dann einmal das für dich. Also einen kleinen schwachen Lyriumtrank. Ogrin kann mal auf den da einhauen. Liliana sollte vielleicht ein bisschen abhauen hier. Ah ja. Gut, dann greift jetzt Liliana den da an. Du wiederum. Muss irgendjemand geheilt werden? Ja, du heilst ja Liliana nicht. Haha. Liliana nimmt sich lieber einen normalen Wundumschlag, also einen kleinen Wundumschlag. Du greifst dann den da an. Einfach so, weil er stört. Der Wolf hilft Liliana. Du wiederum nimmst nochmal gleich einen schwachen Lyriumtrank und heilst Liliana.
Hast du schon wieder einen mächtigen Schlag? Nein, aber der Zauberer wird langsam kaputt gehauen, dass es ganz prima ist. Okay, das war ein ganz schön starker Zauber offensichtlich. Ist hier bald jemand gestorben? Also, den anderen hoffentlich. Massenheilung kann ich wieder gebrauchen. Sehr schön. So, der ist endlich tot, das freut mich sehr. Der Tevet, der Soldat, muss auch langsam mal sterben. Sehr schön, also der ist gleich tot. Hervorragend, der muss auch gleich mal sterben, weil der die ganze Zeit auf Tevkai einhaut, das nervt. Tevkai kann jetzt gleich mal wieder richtig zu Tat schreiten und mal ein bisschen mächtigen Schlägen hier um sich hauen. Und der Magier ist praktisch Geschichte. Er hat all sein Gefolge verloren und ich habe ihn endlich besiegt. Mit Taktik geht alles. Das war's. Yeah. Das genügt! Das genügt! Es scheint, als würdet ihr eurem Ruf gerecht. Ich ergebe mich. Das ist wunderbar. Verschwindet auf der Stelle von hier und lasst alles hier. Vielleicht sollte ich euch dieser Gnade so Elfen überlassen. Das wäre dann wahrscheinlich Lynchjustiz. Ich schlage vor, ihr macht ein neues Angebot und zwar schnell. Ihr wollt euch ergeben? Nein, daraus wird nichts. Ja, ich mache was als neues Angebot. Wenn ich die Lebenskraft dieser verbliebenen Sklaven nutzen könnte, könnte ich eure körperliche Robustheit enorm steigern. Wenn ihr mir gestattet, diesen Ort lebend zu verlassen, würde ich euch diesen kleinen Dienst nur allzu gerne erweisen. Kleinen Dienst? Er spricht von Blutmagie. Ihr würdet so etwas doch wohl nicht in Erwägung ziehen. Ich nehme an, Morrigan wäre sehr dafür. Grauwächter nehmen jede Hilfe an, die sie bekommen können. Nein, wir haben schon gesehen, wohin das führt, wenn Grauwächter Blutmagie annehmen. Das hat ja sozusagen die Feste letztendlich ihre Stellung gekostet letztendlich. Behaltet eure Meinung für euch? Nein, würde ich nicht. Ausgesprochen klug. Dann zieht ihr es vermutlich nicht in Erwägung, mich dennoch gehen zu lassen. Verschwindet auf der Stelle und lasst alles hier, ja genau. Das ist äußerst großzügig von euch, angesichts meiner Lage. Ach, Dank. Wenn mich jemand gefragt hätte, wer wohl als nächstes durch die Tür kommt, hätte ich niemals auf einen Zwerg getippt. Gehört ihr zu denen? Was geschieht jetzt mit uns? Ihr seid frei. Seid ihr Valandrian? Shiani hat nach euch gesucht. Wer seid ihr? Ja, wer seid ihr eigentlich? Ich bin Valandrian, der Haren des Gesindeviertels. Ja, dann solltet ihr dorthin zurückkehren. Warum nehmen Sklavenhändler einen alten Mann mit? Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich noch von Wert sei. Aber in Tevinter scheint es einen Bedarf an Geschichtenerzählern zu geben. Tja, ihr seid jetzt frei natürlich. Frei? Ein seltsames Wort an diesem Ort. Wir werden eure Hilfsbereitschaft nicht länger beanspruchen. Kommt alle zusammen, wir gehen nach Hause. Ich hätte vielleicht auch was mit Shiani erwähnen sollen. Windstift mit zuhaltenden Gegenständen, Quest aktualisiert. Oh, seht nur, meine Verletzungen bilden ein hübsches Muster. Ja, apropos Verletzungen, ich glaube, wir sollten mal uns reinigen. Warte mal. Reinigen der Aura. Sind ja doch so ein paar gestorben von uns. Haben wir noch irgendwelche Verletzungen übrig? Also ist jemand zweimal gestorben? Nö, ist er nicht. Aber wir dürften ein schönes Platz an Erfahrung bekommen haben. Du wirst bald wieder ein Level aufsteigen. Du nicht. Okay, es war gar nicht mal so viel Erfahrung. Es war einfach nur heftiger Kampf. Eine Holzkiste. Elfenwurzeln, na super. Ein Tevinter-Soldat, vielen Dank für das Geld. Ein weiterer Tevinter-Soldat. Auch vielen Dank für dieses Geld. Eine betrachtet es als erledigt. Kleine Vase, eine Axt aus rotem Stahl. Okay, sinnlos, aber ich nehme es trotzdem mit zum Verkaufen. Einmal Schuppenrüstungshandschuhe, die nicht besonders gut sind, aber man kann sie trotzdem nehmen. Und eine Truhe, die möglicherweise Liliana knacken kann. Ich finde es gut, dass der Wolf ist eine mächtige Ergänzung für sie. Wir haben, 12 Star Rands, ein Großmeister Lähmungsrune. Wie geil ist das denn bitte? Und ein schwerer Soldatenhelm. Auch nicht verkehrt. Gleich mal gucken, ob er den anziehen kann. Ein schwerer Soldatenhelm. Da. Ist besser als den du hast gerade, aber deins gibt dir plus 10 Gesundheit. Ich will trotzdem mal sehen, wie es aussieht. Passt besser zur Rüstung, aber damit ich, um ganz ehrlich zu sein, damit nicht jeder von meinen Leuten gleich aussieht, werde ich ja jetzt diesen Topf noch weiter lassen. Das hat auch diesen schönen roten Schein, den ich immer noch so mag, was mich immer so schön an Mass Effect erinnert. Aber du kannst ihn bestimmt haben. Da.
plus 1 Rüstung, plus 10 mentale Widerstandskraft. Ach, mentale Widerstandskraft brauchst du nicht. Du trinkst einfach Alkohol und hast jetzt diesen Helm. Wunderbar. Und, ja, was haben wir eigentlich noch gerade Neues bekommen? Wir haben irgendwelche erhaltene Gegenstände, wurde mir gesagt. So, Großmeister Lähmungsruni, ja, kaiserliche Schneide. Aha. Nyriumstaub habe ich bekommen irgendwann mal, das ist fantastisch. Silberring, also alles, was so golden ist, habe ich auch mal noch nicht im Inventar wirklich mir angeguckt. Todeswurzel, mein Gott, das ist lange her. Werwolfsfell, das ist wirklich lange her. Wundumschlag. Okay, was immer ich auch Neues bekommen habe. Ich werde jetzt mal kurz gucken, was das bedeutet, dass die Quest aktualisiert ist. Questbezogen, genau. Hm? Absolvierte Quests. Aktuelle Quests, vielleicht über das. Denerim. Unruhen im Gesindeviertel. Finde die verschwundenen Elfen. Du hast herausgefunden, dass die vermissten Elfen von einem Sklavenhändler aus Tebeder namens Caladrius in die Sklaverei verkauft wurden. Du hast außerdem Beweise gefunden, dass Logan nicht nur davon wusste, sondern es sogar genehmigt hat. Im Lanthing werden dir diese Beweise mit Sicherheit nützlich sein. Yeah. Ja, und das mit dem den Templern werden wir es auch gleich Bescheid geben. Wir werden aber ganz kurz erstmal hier rausgehen. Und den Auftrag praktisch beenden. Insofern man mich rauslässt. Das mit dem Seil hat übrigens wirklich geholfen, auch mit den Bomben hat durchaus geholfen, mit den Werfdingern. Das, somit kann Liliana doch schon ein bisschen nützlicher werden. So, wer bist du denn bitte? Du hast zwar einen Namen, aber du redest nicht viel. Okay. Dann werden wir mal mit Sir Otto sprechen. Erstmal kurz speichern. Was habt ihr gefunden? Bitte? Du hast nichts gefunden? Ich halte beide die Augen offen, willst du mich verarschen? Da war doch wohl genug, was ich gefunden habe. Geh weg, Ratte! Alter, das ist keine Ratte, das ist ein Hund. Ja, die kann es nicht so schlecht gehen, wenn die Ratten wohl genährt sind, nicht wahr? Die Ratten sind größer als die Katzen. Na gut, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Shani! Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Bei Andrastes Hintern, ich lerne wohl nie gute Manieren. Egal, was ich damit sagen will, danke. Ja, bitte. Ich find's komisch, dass ich Sir Otto nichts geben kann. Ich habe einen Schlüssel verwendet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht welchen, aber ich habe ihn offenbar verwendet. Ach so, war das hier das Hospiz? Das war das Hospiz. Stimmt, ich war noch gar nicht im Hospiz selbst drin. Ist ja lustig. Eine Holzkiste. Mit ein paar Eispfeilen. Vielen Dank. Münzstapel. Den schaue ich mir genauer an. Zwei Severance und schwacher Wundumschlag, okay. Das ist immer sehr wichtig, dass man so Pflaster auf Geld lagert. Das ist immer sehr hygienisch. Eine Truhe, Liliana. Wir haben Arbeit für dich, wo auch immer du gerade bist. Ah, hier. Nee. Hä? Da. Ich liebe es, dich dabei zu haben. Ein Großschwert und Kettenrüstungshandschuhe. Vielen Dank. Ich lasse kurz mal die Kamera ein bisschen anders einstellen. Gut, mal schauen, wohin es jetzt diese ganzen Räumchen hier führen und Türen. Okay, ich finde nicht mal im Hospiz irgendwas, wie sinnlos. Und hier ist irgendwie so ein lustiger Schein. Kann es sein, dass du wieder irgendeine Aura angeworfen hast? Die reinigende Aura hilft immer noch. Okay, Lied des Heldenblutes, was geht denn da ab? Trellerst du völlig hin und machst sauber oder was? Reinigende Aura. Dann... Was ist das? Liliana, okay. Sehr schön. Ja, dann gehen wir wieder raus. Ich habe wieder einen Schlüssel verwendet. Um rauszukommen? Oder war das der Schlüssel der Wache, die ich sozusagen abgekauft habe? Ich schätze mal, das war so. Genau, hier bin ich mal reingegangen. Ja, Todeswurzeln, die sind mir eigentlich egal. Warte mal. Eins, zwei, war ich hier schon mal drin? Betrachtet es als erledigt. Ich meine ja fast schon, aber ich würde gerne mal wissen, was ich Sir Otto geben kann. Alarit. Sieh mal einer an. Ich habe gehört, was du mit denen aus Tevinter gemacht hast. Gute Arbeit. Ja, kann ich mir deine Ware mal ansehen? Natürlich, aber kein Wort darüber. Ja, ist okay. Du hast starke Wundumschläge, du hast Verletzungsausrüstung, du hast doppelt gebackene Mabari-Keks. Das ist ja schön für ihn. Eisbeschichtung, starker Wärmebalsam, vielleicht werden wir irgendwann mal brauchen, deswegen lasse ich mal mit. Starke Natursalbe ist gegen Naturschadenlust, logischerweise. Pläne für die Erstickungspulverwolkenfalle. Ich glaube, ein Dieb zu spielen kann ja auch ganz lustig werden.
Steinsalbe, ja, Rezeptur für Eisgeschichte, Rezeptur der Starkheits- oder Rüstung. Brauche ich die eigentlich? Ich brauche nicht wirklich, wenn wir Wind dabei haben. Wie viel Geld habe ich denn? 136. Na gut, das müsste eigentlich trotzdem gehen. Schwacher Wärmebalsam, haben wir die Rezeptur, bla bla bla. Rezeptur der Steinsalbe. Auch nicht schlecht. Bezauberung, Fallenauslöser, Buch der unterschiedlichen Fähigkeiten. Ein ausuferndes Werk aus der Frühzeit Ferelden's, das sich bemüht, verschiedene Lehren unter einer Theorie über geistiges Aufnahmevermögen zusammenzuführen. Dieses von der Kirche lange Zeit verbotene Buch gewährt ein größeres Aufnahmevermögen für alle allgemeinen Fähigkeiten. Ich würde sagen, das kaufe ich doch mal. Stab des Ordens der Vergänglichkeit. Plus 3 Willenskraft, plus 5% Geistschaden. Okay, Oberverzauberer Ruben. Warte mal, da kann ich gleich mal gucken, ob das für die Winde was wäre. Nee, du hast genau dieselbe schon an. Dann lassen wir das vielleicht mal sein. Kriegsbemalung des Wachen Meeres. Gürtel des Schwertkämpfers, plus 2% kritische Trefferchance im Nahkampf. Nett. Aktuelle Landkarte von Ferelden. Für wen? Ach, warte mal, Karten sind wahrscheinlich irgendwas für Stan. Der mag das bestimmt ganz gerne. Aber kann ich nicht auch irgendwelchen Scheiß verkaufen? Guck mal, wir haben hier diesen tolle Axt aus rotem Stahl. Dieses Großschwert, was ich wahrscheinlich... Oh, was aber gar nicht mal so schlecht ist. Ist wirklich nicht verkehrt. Aber Stan, was hast du ausgerüstet? Du hast das da. Das behalten wir vielleicht mal. Kaiserliche Schneide. Einhandschwert ist nicht verkehrt. Was hat denn der... wo ist er denn? Der Alistair ausgerüstet. Der hat ein ganz schlechtes, gewöhnliches Schwert. Ich weiß nicht mehr, warum ich das ausgerüstet habe. Wir müssen es immer verkaufen. Willst du dir Merricks Klinge oder die Kaiserliche Schneide haben? Hat plus 2 Schaden, plus 3% kritische Trefferchance im Nahkampf und plus 6 Angriff. Und hier hast du noch ein paar Runen drin, deswegen kommt die dann halt weg. Stans Schwert muss natürlich da bleiben. Yusaris ist ein Zweihänder, der ziemlich gut ist und besser als das Großschwert. Deswegen kommst du wiederum weg, Großschwert. Rüstung haben wir bestimmt auch noch ein bisschen. Elite-Schild von Radcliffe. Weg. Achso, war das... Oh Gott. Ich hoffe, das war nicht der Schild von Alistair. Das wäre schlecht. Blutdrachenrüstung werde ich ja behalten. Einfach so, weil es mir... ist auch ein bisschen... Also ich kann es bestimmt noch irgendjemand ausrüsten. Und es ist auch... naja, eine schöne Erinnerung. Kalens Brustpanzer muss ich wahrscheinlich auch behalten. Die braucht wahrscheinlich irgendjemand. Handschuhe der Gewissenhaftigkeit. Bitteschön. Kettenrüstungshandschuhe können beide weg. Molochhelm ist... gar nicht so schlecht. Die können weg, die können weg, die können weg. Der kann auch weg. Waits Kram behalte ich natürlich. Habe ich noch irgendwelche anderen Struts? Ich habe hier 2 Silberringe, die können beide weg. Und ein eiserner Ring, der kann natürlich auch weg. Und hat man nicht noch ein bisschen hier, glaube ich, Silberschüssel und so ein Kram? Der kann weg. Die kann weg, meine ich. Und irgendwie eine Vase oder sowas. Silberring ist ein Geschenk. Schicke Vase, genau, die kommt weg. Ich glaube, das war's so etwa erstmal. Oder haben wir noch irgendwelche Metallsplitter, die weg müssen? Ja, genau. Ihr braucht nur unnötig Platz, den ich nicht hergeben will. Supi. So. Danke dafür. Und ich würde sagen, ich probiere noch einmal mit Sir Otto zu sprechen, was aber wahrscheinlich nicht helfen wird. Da muss ich ganz ehrlich, werde ich wahrscheinlich wirklich mal nachlesen, was ich eigentlich vergessen habe da bei Sir Otto. Weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, was ich jetzt noch vergessen haben sollte. Valendrians Haus. Blutlach, warte mal. Toter Hund. Wieso kann ich die Blutlach jetzt angucken? Wird erledigt. Die Blutlach ist noch frisch. Außer dem leichten Kupfergeruch des Blutes nimmst du den ganz leichten Gestank von verfaulten Eiern wahr. Weiter. Quest aktualisiert. Ah, okay, das ist für Sir Otto. Ich habe nichts gesagt. Du hast ein Lache aus Blut entdeckt, das noch nicht geronnen war und widerlich nach verfaulten Eiern gestunken hat, obwohl die Blutlache schon älter war, als sie noch frisch... ja, egal. Und wir haben den toten Hund. Das ist die Leiche eines tollwütigen Hundes. Er wurde offenbar von einem Speer durchbohrt. Weiter. Niemand hat die Leiche gesäubert, denn der Hund scheint schon eine geraume Zeit tot zu sein. Weiter. Quest aktualisiert. Du hast weitere Hinweise gefunden, dass etwas Rätselhaftes möglicherweise Unheimliches vor sich geht. Sir Otto ist an deinen Erkenntnissen sicherlich interessiert. Ja, dann gehen wir mal zu Sir Otto, mal. Verwilderter Hund. Gut. Ich dachte nur so, weil er so in der Nähe ist. Sprechen wir noch mit Sir Otto. Ich wollte gerade sagen, Sir Otto war also nicht nur an den Treiben der Magie interessiert, sondern auch an dem Kleinkram hier. Hallo, Sir Otto. Was habt ihr gefunden? Blutlachen, die nach verfaulten Eiern stinken. Es gab im Gesindeviertel kürzlich keine Kämpfe. Dieses Blut gerinnt also nicht.
Dafür gibt es mit Sicherheit eine Erklärung. Habt ihr sonst noch etwas gefunden? Ja. Wenn ich denn das auswählen durfte, bitte. Dankeschön. In der Seitengasse liegt ein toter, tollwütiger Hund. Das muss ich sofort melden. Solche Infektionen können sich ausbreiten, selbst von einer Leiche. Ich vermute, dass jemandem das nicht bewusst war. Einen seltsamen Vorfall nehme ich ja hin. Aber zwei können kein Zufall mehr sein. Bringt mich zum Waisenhaus. Beide Hinweise von euch waren dort in der Nähe. Seid ihr dafür auch stark genug? Das zweifle ich aber mal nicht an. Ja, gehen wir. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Ich wollte die Folge eigentlich gerade abschließen, aber ist okay. Dann gehen wir halt zum Waisenhaus. Er geht schon mal rein. Wir gehen hinterher. Deswegen konnte man die Tür vorher nicht betreten. Oder das Haus vorher nicht betreten. Es wird geladen ohne Ladebildschirm. Ich spüre hier große Intensität. Das ist der richtige Ort. Ich weiß nicht, ob Malefica dafür verantwortlich sind, aber hier ist zweifellos etwas Böses am Werk. Geht voran, ich folge euch. Ich wollte gerade sagen, wird gespeichert, ist sehr gut. Ich speichere nochmal selbst für mich. Bin ich hier alleine? Nee, ich bin nicht alleine. Alles gut, wir sind niemals alleine. Okay. Kommen wir da durch irgendwie? Nein, kommen wir nicht. Da müssen wir halt die Tür nehmen. Betrachtet es als erledigt. Auch hier ist Blutlachen. Einiges ist zerstört worden. Interessant, zerbrochene Truhe. Erledigt. Einmal Jade, okay. Ich bin jetzt nicht wirklich zum Plündern hier, aber... Was ist das? Soll das ein Stück Schmuck sein oder so? Ein Stück Steinschmuck? Keine Ahnung. Sieht aus wie aus einer Fassade. Sehr schön. Okay, was haben wir hier? Was war das denn gerade? Okay. Das ist praktisch das Schlafzimmer hier von den Kindern. Hört ihr mich, Sir Willem, Sir Willem? Ich falle, Sir Willem, Sir Willem, heute. Ich bin ein Mädchen, Sir Willem, Sir Willem. Aber ich sterbe, Sir Willem, voller Schmerz. Voller Schmerz, ach wie schön. Ja, nehme ich mal den Tiefenpilz noch mit, okay. Ich... Also schön, dass ich übrigens der Einzige bin, der hier langläuft, aber okay. Eine Frage, können wir bitte alle mitnehmen? Warte mal. Ein Gegner. Gefolterter Mensch, Frau. Okay. Gefolterte Frau, Mensch, so. Nein. Nein. Warte mal. Wo war das jetzt hier irgendwie? Hier ist also ein Angriff. Kann nicht geknackt werden. Braucht ihr mich? Mhm. Kann wahrscheinlich auch nicht geknackt werden. Jetzt sind sie schon offen. Wie schön. Tollwütiger Kriegshund. Kommt eigentlich unser... Warte mal, eine Frage. Könnt ihr bitte auch mal mit hier reinkommen? Das wäre super. Sehr gut. Nee, vielleicht geht er lieber dahin. Dahin meine ich. Und helft ruhig mal ein bisschen. Du kannst ja schon mal anfangen zu heilen. Ja, sofort. Und Ogrin, du kannst ruhig auch ein bisschen angreifen. Das ist kein Problem für mich. Einmal das. Dann lass mal bitte ab von den lieben Tefka hier. Was soll das denn? Ist doch keine Art, alter Schwede. Und mächtiger Schlag. Ja, aber Barry können ganz schön letzten sein. Einmal auf dich ansturmen. Verdammter Mist. Stopp. Du musst mal erstmal einen schwachen Lyriumtrag nehmen. Und dann mal den Herrn hier heilen.
Ist heftiger, als ich dachte hier drin. Genau. Du stirbst eh gleich. Sehr schön, der fiebt ja fröhlich. Du bist gleich tot. Hilf mir bitte mal. Sehr schön, er hat es gerade noch so überlebt. Sprecht. Dann muss ich hier nicht weiter heilen erstmal heute. Also müsste ich diesen Kampf. Stirbt noch jemand? Nur der Hund. Das war verdammt knapp. Es ist mir schön, dass unser Temper die ganze Zeit nicht eingegriffen hat. Hallo, Herr Otto, na, wie geht's dir denn so? Freut mich, dass dir gut geht. Und dass du nicht eingreifen musstest. Kann übrigens der liebe Orga sich mal heilen, das wäre super. So, ich speichere mal. Ist hier irgendwas drin, außer... Okay. Überreste. Offenbar nicht. Dann gehen wir mal weiter. Speichern das Ganze. Und ich würde sagen, ich... Gefolterter Mensch. Ja gut, die nehme ich noch mit. Ich werde es tun. Ja, komm du ruhig hier raus. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Okay. Eine Frage. Ey, wirklich. Das ist wirklich normal bei euch gerade, oder? Dass keiner von euch angreift. Ich muss auch vielleicht mal in Orgrins Taktikoption mal reingucken, ob sowas wie Angreifen überhaupt drin ist bei dir. Ich kann nicht sterben. Ich werde niemals sterben. Ach ja? Ich kann nicht sterben. Ich werde niemals sterben. Tja, das ist ja super. Ich kann nicht sterben. Ich werde niemals sterben. Ist jetzt gut? Ist gut. Okay. Ich sehe schon, hier gibt es noch einige Kämpfe, die wir offensichtlich bestreiten sollen. Aufsässiger Geist, Mensch und so weiter und so fort. Das werde ich aber jetzt nicht mehr bestreiten. Ich habe jetzt sowieso schon noch eine weitere Folge ansetzen, einfach nur als Lesefolge. Aber ich würde halt gerne, wie gesagt, jedes Wochenende eine Lesefolge haben. Es tut mir leid, dass jetzt gerade so ein bisschen mitten in der Quest ist, aber ich konnte zumindest die eine Quest abschließen, die mit dem Hospiz. Jetzt werde ich in der nächsten Woche halt, oder nächstes Wochenende, die nächste Quest hier abschließen mit dem Waisenhaus hier. Es wird natürlich also zu einer kleinen Unterbrechung kommen. Was passiert halt? Ich speichere kurz. Und, ich kann auch noch richtig speichern gleich. Ich würde sagen, wir starten gleich wieder in die, ich glaube, 12. oder 13., keine Ahnung, Leseepisode jetzt. Das heißt, Leute, die sich nicht für Leseepisoden und Hintergrundgeschichte von Dragon Age Origins interessieren, die müssen die nächste Folge nicht angucken. Dahin wünsche ich schon mal viel Spaß sozusagen, wünsche ich viel Erfolg in der Woche, die jetzt auch für euch kommt. Und wir sehen uns praktisch nächstes Wochenende wieder. Und alle anderen sehe ich gleich wieder. Bis gleich.